vielleicht mein Ziel ist es einfach, ausdauernd zu werden. Schau mal, was das Beste, was ich kriegen kann. Und deswegen gibt es diesen Systemspringer-Begriff. In jedem sozialen System gibt es Leute, die da raus wollen. Leon, aufstehen. Komm, los, raus aus den Federn. Los, es schneit. Wir hatten noch nie richtigen Schnee. Komm. Das ist eine besondere Reise. Eine Reise als Zwischenlösung. Mit klarer Struktur. So, jetzt such mal deine Handschuhe. Die wirst du nämlich brauchen. Deinen einen habe ich dir schon hingelegt. Hast du wieder Chaos? 5 Wochen draußen leben. Nur Leon und der Erlebnispädagoge Martin Emberger. Und natürlich wasserdicht, weil das werden immer klamm bei diesen Temperaturen. Martin, seine Streichhölzer, die gehen fast nicht mehr, weil die alle klamm sind. Da gibt es aber einen Trick, einfach durch die Haare reiben. Durch die Elektrizität, die da entstehen, wird das Wasser entsaugt. Hier draußen fühlt sich Leon wohl. Eine kleine Säge. Ein bisschen flach, sonst verhakt sich das ein bisschen. Für den Jungen heißt es hier durchatmen, durchhalten und Verantwortung tragen. Wir machen meistens immer abwechselnd. Wenn er was zu tun hat, gerade mache ich. Vorher machen bin ich eigentlich der meiste. Also ja, ich glaube, da bist du inzwischen besser als ich drin. Ja. Es geht vor allem bei diesen Reiseprojekten darum, dass die Jugendlichen mal rauskommen, mal auch da rauskommen, wo es ein bisschen anspruchsvoller ist. Denn der Körper kann das, aber der Kopf muss das wollen. Und da müssen wir die Jugendlichen mitnehmen. Das Thüringer Jugendhilfeprojekt Wendeblatt soll eine Perspektive bieten. Die Maßnahme, mit Kindern und Jugendlichen zu wandern, beginnt dort, wo das System an seine Grenzen stößt. Leon konnte nicht in seiner Familie bleiben, kam als Baby zu Pflegeeltern. Es folgten mehrere Heime und Wohngruppen. Die letzte Einrichtung musste er jetzt verlassen. Leon war in einer Einrichtung, wo es immer mal so ein bisschen gekriselt hat mit ihm. Es war eine Regelwohngruppe. Und der Leon, der macht manchmal schon ein bisschen Stunk, kann man schon sagen. Und hat Schwierigkeiten, sich an Regeln zu halten. Mit der Schule war es manchmal ein bisschen schwierig bei dir. Die Wanderung ist jetzt eine Zwischenlösung, auf der Suche nach einem neuen Platz für Leon. Das Jugendamt hat mich gefragt, was ich gerne machen würde. Ich habe gesagt, so draußen wandern oder so. Mhm. Und dann sind sie auf dich gekommen. Ja, manchmal klappt das, ne? Mhm. Und ansonsten geht es natürlich darum, erstmal mit sich selber klarzukommen. Also man kann erst mit den anderen klarkommen, wenn man gelernt hat, mit sich selber klarzukommen. Leon ist ein Systemsprenger. Ihm fällt es schwer, seine Emotionen zu steuern. Bindungen zu anderen Menschen scheitern. Darüber zu reden, fällt ihm schwer. Na, ich war 3 Jahre in Schleswig-Holstein, in der Nähe von Kiel. Aber bin in Bayern geboren. Und wie ist das, wenn du mal hier bist, mal da? Wie fühlt sich das an für dich? Naja, ist halt so. Ich wandere viel um die Welt sozusagen. Hast du noch eine Mülltüte? Die kannst du, glaube ich, gebrauchen. Dankeschön, Martin. Oh, wie Ostern. Nein. Hast du deine Handschuhe gefunden? Nein. Die zweite, die taucht schon irgendwo auf. Mhm. Ja. Trage ich jetzt im einen. Martin Emberger ist Erziehungswissenschaftler und hier für Leon Bezugsperson, auf die sich der Junge 24 Stunden verlassen kann. Den 13-Jährigen dort zu packen, wo er sich wohlfühlt, das ist der Ansatz. Vielleicht werde ich mal irgendwann so ein kleines Waldstück kaufen, wie sowas hier, und werde mir dann eine Holzhütte hinbauen mit einem Ofen drin, wo ich dann drin lebe und YouTube-Projekte machen kann. Und Elektriker will ich werden. Ich bin so gut in Elektrik-Sachen, ich habe so viel gebaut. Das Letzte, was ich gebaut habe, war ein Feueralarm. Ich habe einen alten Feuermelder genommen, einen Rauchmelder, und hat ein bisschen gelötet und so. Heute wollen sie 13 Kilometer schaffen. Das Ziel definieren beide jeden Tag neu. Thank you.
Ansonsten geht es ganz stark um Beziehungsarbeit, wenn wir das jetzt mal so nennen wollen, weil wir 24/7 unterwegs sind miteinander. Wir sind keine Freunde, das ist was anderes. Wir werden auch keine Freunde. Und viele müssen das erstmal lernen zu verstehen, weil wir begegnen uns einfach nicht auf einer Augenhöhe. Ich mache hier die Ansagen und das ist wichtig. So. Und ich bin derjenige, der hilft und du bist derjenige, dem auch geholfen wird. Und du hast natürlich nicht alle Rechte, die ich habe als Jugendlicher, aber du hast auch im Gegenzug auch nicht alle Pflichten, die ich habe. Weil für mich ist es wichtig herauszufinden, was du überhaupt willst lernen. Wir wollen ja auch wissen, was du so gerade brauchst und willst, was so deine Ziele sind. Genau das ist so schwierig. Irgendwann wird jeder Ort langweilig. Das ist dasselbe wie die Leute, die dann jeden Monat einmal umziehen oder sowas. Leons Geschichte ist eine über die Suche nach Halt. In den letzten 3,5 Jahren lebte er in Bayern in einer therapeutischen Wohngruppe. Gerhard Rausch hat ihn in dieser Zeit psychologisch begleitet, durch das Auf und Ab der Emotionen. Und dieses Urvertrauen, das ganz am Anfang entsteht, das ist beim Leon nicht passiert. Ja. Und dieses Urvertrauen, das man dann versucht, immer wieder zu finden. Man versucht, Menschen zu finden, die einem bedingungslos zur Seite stehen, egal was kommt und was sein wird und wie man sich verhält. Zugleich aber einem auch eine Richtung geben und einen Rahmen geben. Ja? Und diesen Rahmen, diese Sicherheit, das spüren die. Ja? Und wenn das lange nicht passiert in der Kindheit, dann wird es später so, dass die diesen Rahmen eigentlich einfordern, zugleich aber immer wieder testen müssen, bleibt der Rahmen, bleibt die Beziehung. Und da sie selber so ein schlechtes oder so ein negatives Selbstbild von sich haben, können die gar nicht glauben, dass jemand bei ihnen bleiben möchte, ja, weil sie sich selber ja gar nicht so wertvoll erleben. Und deswegen müssen die diese Beziehung bis aufs Letzte testen. Das sind die Momente, in denen es verbal und körperlich eskaliert und die Jugendhilfe an ihre Grenzen stößt. Dass sie Leon gehen lassen mussten, eine schwere Entscheidung, wie Gerhard Rausch sagt, weil er weiß, dass es wieder ein Abschied ist. In vielen Fällen ist es so, dass das System scheitert, weil wir einfach nichts mehr anbieten können. Wir können einfach nur eine Wohngruppe mit einem familiären System, mit Bezugserziehern anbieten. Aber trotzdem ist es für manche Kinder einfach zu wenig. Ja, und dann, ja, jetzt können wir sagen, wir scheitern. Oder man muss einfach dann sagen, es könnte aber auch sein, dass dem Kind wir was mitgegeben haben und beim nächsten Mal klappt es besser oder an der nächsten Station klappt es besser. Ja. Die ist für Leon noch nicht gefunden. Bindungen eingehen, Regeln akzeptieren, in der Gruppe leben. Das bedeutet für ihn Stress. Ein Rahmen, den er in den letzten Jahren immer wieder gesprengt hat. Die Reise mit Martin Emberger soll eine Brücke bauen. Das Projekt wird vom Jugendamt finanziert. Bei den 2- bis 3-monatigen Wanderungen legen sie bis zu 1000 Kilometer zurück. Und vielleicht mein Ziel ist es einfach, ausdauernd zu werden. Schau mal, was das Beste, was ich kriegen kann. Leon hängt wirklich gerade in der Luft. Ne? Es ist nicht so, dass die Perspektive feststeht. Wir suchen gerade gemeinsam mit dir, Leon, die Perspektive. Denn in die alte Wohngruppe wird es nicht mehr zurückgehen. Wir brauchen eine neue Einrichtung für den Leon. Und deswegen sind wir beide unterwegs. Und wir werden uns auch in unserer gemeinsamen Zeiteinrichtung anschauen. Da vorbeigehen und sagen, hey, hier sind wir. Wir sind so, wie seid ihr? Und ein paar Bewerbungsgespräche, könnte man sagen, führen. Und dann schauen wir, ob wir was finden, wo der Leon gut ankommen kann. Das liege aber auch an Leon, wie Martin Emberger sagt. Sich mit sich selbst auseinandersetzen, kleine Erfolge wertschätzen, kleine Dinge akzeptieren. Diese Wanderung bedeutet auch, auf Selbstverständliches zu verzichten. Ich hab einfach Hunger, ich esse jetzt was. Manchmal reicht schon so eine kleine Brotzeit, damit es einem wieder gut geht, ne? Also man lernt, in den Apfel zu beißen, zum Beispiel ganz anders zu schätzen. Schmeckt auch draußen oftmals alles anders, ne? Oder allein sowas, ein Lagerplatz, sich hinlegen können, Wärme, Trockenheit, Windstille, das ist halt nicht mehr selbstverständlich. Und da muss man sich drum kümmern, da muss man den Arsch hochkriegen jeden Tag. Fast alle Reiseprojekte ziehen die Kinder bis zum Ende durch, sagt Martin Emberger. Oft dauert es Monate, bis Jugendämter freie Plätze finden.
Wunder können Emberger nicht vollbringen. Es ist eine Maßnahme auf Zeit, die Orientierung geben soll. Geil eigentlich. Ja. Ja, du solltest dir aber ein bisschen Windschutz suchen, ne? So, da ist die Ecke. Hier so? So, gut, ja. Dann schlafe ich hier so. Ja. Wie es danach weitergeht, das liegt natürlich nur im begrenzten Maße in unserer Hand. Denn wir können irgendwie den Weg zeigen, aber gehen muss den jeder selbst. Und dann ist auch ein bisschen das Jugendamt und die Folgemaßnahme, die Eltern, wenn die noch eine Rolle spielen, die sind an der Reihe, dann da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Denn auf der Reise ist es einfach, was zu verändern, aber irgendwann geht es halt wieder nach Hause. Zack, die Jugendlichen, die wohnen nicht im Wald für den Rest ihres Lebens. Draußen durchhalten, sich selbst organisieren. Es ist eines von verschiedenen Projekten in der Einzelfallhilfe für Jugendliche in Krisensituationen. Eine Atempause. Okay, Lea. Weißt du noch, da sind wir losgegangen. Ja. Tschüss, ihr zwei. Gute Reise. Da ging's los. Und deswegen gibt es diesen Systemspringer-Begriff, der das auch relativ gut beschreibt. Aber das ist tatsächlich in jedem System so. In jedem sozialen System gibt es Leute oder Menschen, die da raus wollen. Ist es dir lieber, Leon, wenn du alleine mit einem zusammen bist, als viele Kinder mit? Ja, ist mir lieber. Warum? Weiß ich nicht, weil ich so der Typ bin, der nicht so zusammen sein will, sondern eher alleine und in Ruhe. Willst du an deinen Sachen basteln, ne? Ja, zum Beispiel. Und wo es dann um mich sozusagen geht und nicht noch 20 andere Kinder betreut werden müssen, gefühlt. Und manchmal geht es auch darum, ins Unbekannte loszuziehen und währenddessen eine Perspektive zu entwickeln. Es ist ein Zwischenstopp auf Leons langer Reise. Auf der Suche nach dem richtigen Platz.